Gut. Ihr verbringt noch 2 Stunden auf dem Weg, bis um euch herum beinahe schon völlige Dunkelheit ist. Da können Mauser und Solon zusammen so ein kleines Erdloch auf der Rückseite eines Restes von einer urvölkischen Ruine. Wie so ein großes steinernes Bein, das da noch steht, das mal irgendetwas Größeres vermutlich getragen hat, nur der Rest ist schon längst verschwunden. Ragt noch so 10 Meter aus der staubigen Untergrund heraus. Und wo habt ihr sowohl ein bisschen eine Senke, ein kleines Erdloch, in dem ihr, wo die Kälte, der Wind nicht so krass durchziehen, und die gleichzeitig durch die erhöhte Position auch sehr gut zu verteidigen ist. Und durch diese Gebäuderuine einigermaßen auch zumindest eben in eine Richtung sichtgeschützt ist, sodass ihr dort ein kleines Feuer anmachen könnt. In dem noch sehr frühen Frühjahr sind die Temperaturen hier nachts schon noch sehr nahe am Gefrierpunkt, sodass ihr euch bibbernd um dieses Feuer niederlasst. Ivan kuschelt sich in seinen gefütterten Schafspelz-Schlafsack. Schön warm. Johann zieht den Mantel, den schweren Ledermantel etwas fester um sich und holt den Kodex hervor, um ein wenig darin zu lesen. Said kaut auf ein paar letzten Resten von Körnern, die er aus einem seiner Beutel gekratzt hat. Und ich hole auch nochmal dieses seltsame Metallteil hervor und drehe es immer wieder in meiner Hand herum und versuche irgendwie dieses Rätsel zu lösen, was die beiden hier wollten. Said, kannst du dir vielleicht nochmal meine Wunden anschauen von dem Sturz? Ach, natürlich. Ich dachte, du, ein so großer Typ wie du, steckt sowas locker weg. Aber ich sehe mir natürlich hier die Schrammen an. Wegstecken tue ich sie natürlich. Ich habe bloß keine Lust auf eine Infektion. Ja, hast du natürlich recht. Ich nehme auch ein kleines Tiegelchen von meinem Gürtel und schraube das auf. Und da ist irgendwie eine etwas übel riechende Salbe drin, die ich da auch zur Anwendung bringe. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerangenehmste, aber ja, zumindest soll es gegen Infektionen helfen. Hast du zusätzliches medizinisches Equipment wie Verbände oder sowas? Verbände habe ich, denke ich, ja. Ja, ich sehe hier 3 in deinem Buch. Genau. Shiva nutzt die Zeit, in der Anubier mit dem Richter beschäftigt ist, um sich etwas zurückzuziehen und sich im Gebet zu entspannen und seine Gedanken mit Jehamets Wort zu teilen und mit Gott zu sprechen.
Und Mauser ertönt einfach schon Schnarchen, denn der weiß, dass jede Stunde Schlaf hier eine Stunde ist, die ich morgen früher los kann. Und wenn es dunkel ist, was soll man da noch? Also schlafe ich. Autsch. Das war der Überpatzer. Johann, Said reibt dir da so eine Salbe drauf. Willst du einen Verband verwenden? Macht, glaube ich, Sinn. Ja. Du heilst eine von diesen Punkten Fleischwunde. Durch den Verband und durch die Medizinprobe wirst du im Laufe dieses Spielabends noch eine ganz nette Überraschung bekommen. Oh toll! Ja, Said reibt diese Salbe ein, klatscht den Verband drüber. Ja, du hast doch vielleicht den Eindruck, das muss so brennen. Du möchtest doch jetzt keine Schwäche zeigen. Nee, Johann wird auch die Zähne zusammenbeißen und sich das nicht anmerken lassen. Und innerlich auf den Anubia fluchen und seine verdammten Salben. Während Said, Shivan ins Gebet vertieft ist und Said Johann zusammenpackt und Mauser schon im Tiefschlaf vor sich hin schnarcht, hält Solon so ein bisschen wacht, geht immer mal wieder so ein bisschen um euer Lager, späht ein bisschen in die Dunkelheit hinaus, hat immer sein Jagdgewehr dabei. Kommt aber auch immer wieder zurück und wärmt sich bei euch am Feuer auf. Und gesellt sich zu Said in seinen Überlegungen. Also ein Helvetiker und ein Chronist, ja. Die reisen hier draußen durch das Protektorat und dann... Dann was? Dann fallen sie in eine Senke, brechen sich das Genick, irgendjemand plündert sie und... werden ihre Leichname von einem Bären gefressen? Nun, vielleicht wurden sie auch angegriffen. Aber der Bär hat sie so zugerichtet, dass es nicht mehr zu sehen war. Bär? Oh. Nö, ich stimme zu, dass irgendwas daran erscheint mir faul. Aber gut, was die Chronisten vorhaben, wissen meistens nur die Chronisten. Der Helvetiker, ein Söldner, nehme ich an. Wahrscheinlich angeheuert, um den Chronisten zu schützen. Es ist auch seltsam, dass der Chronist keine Maske hatte. Sowas ist ungewöhnlich. Nun, vielleicht wurde sie ihm abgenommen. Der Helvetiker war sein Geld nicht wert. Shivan erhebt sich aus seiner leicht von übergebeugten Gebetsposition und schließt sich dann dem Rest an, wie sie da am Feuer sitzen. Nur die Blutlachen würden unter Umständen auch auf einen Kampf hinweisen, aber habt ihr denn... da, wo die Leichen waren, irgendwelche Spuren gefunden? Nein, die Blutlachen waren die... Nun, es gibt hier keinen Weg, aber auf dem besser zu begehenden Pfad? Ein bisschen abseits davon. Ich hab sie beinahe übersehen.
Dann hat man die Leichen vielleicht mit Absicht hier in die Senke geworfen, um sie zu verstecken, damit sich die Tiere darum kümmern. Ihr meint, dass sie dort, wo die Blutlachen waren, getötet wurden? Ich würde es vermuten. Immerhin haben wir keine Kampfspuren in der Senke gesehen. Außer von uns natürlich. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass einer einen umbringt und dann den Leichnam bewegt, ohne dass das Spuren hinterlässt? Ich meine, da waren nur die beiden Lachen. Wer sagt, dass es denn nur ein Angreifer war? Es könnten auch mehrere gewesen sein, und dann haben sie die Leichen angehoben und in die Senke geworfen und absichtlich versucht, keine Spuren zu verursachen. Möglich. Said, konntest du bei deiner Untersuchung der Körper herausfinden, wie sie gestorben sind? Ob sie von Waffen getötet oder von den Tieren gerissen wurden? Es scheint mir so, als ob es am wahrscheinlichsten wäre, dass die Körper hier nur abgelegt wurden oder sie in der Nähe bei den Blutlachen getötet wurden. Wie gesagt, es war nicht mehr zu sehen. Also, egal ob sie vorher schon tot waren oder nicht, der Bär hätte sie sicher getötet. Die Sache gefällt mir nicht. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Hinweise darauf, wenn wir in Tumblr sind. Ja, wir sollten uns vor allem darauf einstellen, dass wenn wir nach ihren Namen fragen, dass sich jemand dafür interessieren wird und uns vielleicht nachstellt. Aber ansonsten, ich schlage vor, wir übergeben die Körper dem Stadtrichter von Tumblr. Versuchen etwas herauszufinden. Schwer zu sagen, wo die zwei hin wollten. Wer weiß, vielleicht sind sie ja in Tumblr bekannt. Ja, vielleicht. Immerhin gibt es ja einen Alkoven der Chronisten in Tumblr. Vielleicht vermissen sie ja jemanden. In der Senke oder in der Nähe gab es nicht irgendwie sowas wie ein... vielleicht verdächtig aussehenden Felsvorsprung, hinter dem man eine metallene Bodenklappe verstecken hätte können oder sowas. Was für eine seltsam spezifische Frage. Es wäre Shivan jedenfalls keine aufgefallen. Okay. Gut, ja, dann werden wir uns wohl mit den Nachforschungen in Tumblr begnügen müssen. Wenn die anderen noch am Sprechen sind, geht Solon irgendwann zu Mause rüber, weckt ihn etwas unsanft, geht zu ihm auf die Knie und meint: Trotter, du bist dran mit der Wacht. Wache? Wir haben doch genug Leute. Ja, aber das sind doch alles Städter. Wissen doch gar nicht, wonach sie Ausschau halten sollen hier draußen in der Wildnis.
Es wäre mir ganz recht, wenn du die zweite Wacht übernimmst. Ja, da bin ich aber froh, dass ich dich dafür bezahlt habe, mich zu verwecken. Und mit diesen Worten wird sich dann Mauser tatsächlich erheben, die Augen reiben und ja, sein Gewehr schnappen, was irgendwie viel zu groß ist für den Kleinen, und sich da einen sicheren Aussichtspunkt suchen und lauschen. Ja, Johann wird sich jetzt inzwischen zurücklegen, sich den Hut über die Augen schieben und versuchen zu schlafen. Dabei hat er neben sich den Hammer liegen. Man weiß ja nie. Ja, Said findet auch einen etwas unruhigen und verröstelnden Schlaf. Shivan widmet sich noch einmal vor dem Schlafengehen seinem Pferd, verbringt einige Zeit mit ihm und kuschelt sich dann in seinen Schaffell-Schlafsack, schön warm, gepolstert. Gut. Irgendwann in der Früh regt ihr euch alle wieder in eurem Lager. Die Nacht war zumindest bei denjenigen, die das Überleben in der Wildnis gewohnt sind, vielleicht etwas angespannt. Und wenig erholsam. Aber ihr brecht euer Lager dann ab und Solon weist euch nochmal darauf hin, wenn ihr euch ranhaltet und ihr zügig vorankommt, könntet ihr es noch vor Einbruch der Dunkelheit nach Tambla schaffen. Ja, dann keine falsche Müdigkeit vortäuschen und los. Gut, wir sollten keine Zeit mehr verschwenden. Dann schaut ihr zu dem Klepper von Johann. Hoffentlich macht er es noch so lang. Das hoffe ich auch. Kolek, Johann, deine geprellte Flanke schmerzt übrigens wie die Hölle. Das Brennen hat einfach nicht nachgelassen über Nacht. Ja, Johann wird sich dann sehr vorsichtig bewegen und häufig einen sehr angespannten Gesichtsausdruck zur Schau tragen. Tut es noch weh? Ja, ist nicht viel besser geworden. Ich werde es mir am Abend nochmal ansehen. Siehst dir lieber früher als später an. Dann sagt Shivan zu Johann gewandt. Manche dieser Afrikaner verbringen zu viel Zeit mit den Toten. Pass auf, dass er dich nicht zu einem von ihnen macht. Ich werde es mir merken.
Ja, vielleicht haben wir auch zum Mittag dann, also wenn wir irgendwann mal Rast machen, nochmal Zeit. Der Patzer wird sich wie folgt auswirken. Wir behandeln diese eine Fleischwunde wie eine Traumawunde. Das heißt, sie heilt erst nach 10 Tagen natürlich. Autsch! Erhält er dadurch auch einen Malus? Nee, also nur für die Dauer der Heilung behandeln wir es wie eine Traumawunde. Solon zeigt nochmal auf die notdürftig eingewickelten Leichen und schaut fragend in Shivans Richtung. Laden wir die auf euer Ross, oder? Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Schaut rüber zu dem Klepper von Johann. Vielleicht den Chronisten, da ist weniger dran. Naja, ja, vielleicht. Aber dann muss Johann natürlich zu Fuß gehen. Beide auf einmal. Ich denke nicht, dass das Tier das überleben wird. Dann gehe ich halt zu Fuß. Gut, ihr verladet die Leichname auf die Rösser. Und macht euch dann kurz nach dem Morgengrauen an den Weitermarsch. Ob ihr euer Ziel erreicht, verrate ich euch nach einer kurzen Pause. Bis 5:30.